Helen Lohr. Die Rennfahrerin tritt bei der Rallye Dakar an und stellt klar, ich bin gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und lasse mich nicht zum Sündenbock für den Klimawandel machen. In Monaco, wie viele Rennfahrer, kommen auch viel rum in der Welt. Gelten wir Deutschen im Ausland tatsächlich als Ökostreber? Also grundsätzlich glaube ich, dass es das Wort gar nicht so geben sollte oder diese Wortkombination, denn man kann nicht strebsam genug sein, wenn es um ökologische Dinge geht. Aber natürlich ist der Blickwinkel für jemanden wie mich, der im Ausland lebt, Unfried lebt auch im Ausland, ein bisschen anders auf Deutschland. Und ja, also was heißt ich muss aber feststellen, dass der Stand in Deutschland mir besser gefällt. Also zum Beispiel gibt es in Monaco nicht Glascontainer. Es gibt diese wirklich für uns hier so üblichen und einfachen Dinge, die gibt es noch gar nicht. Und wir sind bei uns im Haus sogar schon so ein bisschen erstaunlicherweise, trotz Motorsport, bekannt dafür, also ein bisschen bizarr zu sein, weil wir zum Beispiel eingeführt haben bei uns im Building, dass Altbatterien gesammelt werden. Als kleines Beispiel. Also man kann da kleine Dinge sicher vorantreiben, aber wie gesagt, Ökostreber würde ich jetzt als Wortkombination so ablehnen. Die Mail eines Zuschauers aus unserem Gästebuch. Schont die Umwelt, damit andere 250 Quadratmeter Wohnfläche heizen, einen Geländewagen fahren, am Wochenende Formel 1 schauen, am besten noch selbst dorthin fliegen. Dafür verzichte ich gerne auf Urlaub im Ausland. Ich habe kein Auto, eine 50 Quadratmeter Wohnung, keinen Fernseher, Internet nur einmal im Monat im Café, arbeite als Biogärtner in Wohnungsnähe, brauche kein Auto.